Ministerien und der Staat. Bestürzung haben wir die Meldung vom Hubschrauberabsturz über einen Kindergarten in der Nähe Kiews vernommen, bei dem der ukrainische Innenminister Denis Monastirski, sein Stellvertreter und 16 weitere Personen, darunter 3 Kinder, ums Leben gekommen sind. Den Angehörigen gilt unser tief empfundenes Beileid. Wenn ich hier in Kreuzberg am 1. Mai nach 18 Uhr... Diese entsetzliche Nachricht, so hat es die Bundesinnenministerin gesagt, inmitten des brutalen russischen Angriffskriegs und inmitten des unendlichen Leids der ukrainischen Zivilbevölkerung erschüttern sie zutiefst, und das gilt für die gesamte Bundesregierung. Die Bundesinnenministerin hat mit dem ukrainischen Botschafter Oleksiy Makejew heute Morgen telefoniert und ihre tief empfundene Anteilnahme ausgedrückt. Gleichzeitig hat sie auch die Unterstützung der Bundesregierung bei der Aufklärung der Ursachen des Hubschrauberabsturzes angeboten. Sie hat Denis Monastirski als einen tatkräftigen, mutigen, starken, noch jungen Innenminister bezeichnet und gesagt, er stand für all den Mut, mit dem die Ukraine sich gegen den barbarischen russischen Krieg zur Wehr setzt.